Ein kleiner Tipp. Solltet ihr jemals ernsthaft verletzt sein und im Krankenhaus auf schnelle Hilfe hoffen, seid nicht tapfer. Beißt nicht die Zähne zusammen, sonst lassen sie euch noch im Vorzimmer auf, sondern brecht schon am Empfang zusammen. Das hilft. Nach dem Abnehmen des Verbandes starren er, ein weiterer Krankenpfleger und die Ärztin fasziniert auf die Finger meiner rechten Hand, während ich angestrengt die Augen schaue. Boah, ey. Das stimmt. Das ist aber tief, sagt der Krankenpfleger. Beweg mal, befiehlt die Ärztin. Mit immer noch geschlossenen Augen bewege ich die Finger meiner rechten Hand. Abgefahren. Stimmt die. Ich glaube, ich kann den Knochen sehen. Du hast einen Keil von fast einem Zentimeter Breite aus deinen Fingern geschnitten und trotzdem keinen Weh. Du solltest nie wieder Lotto spielen, mein Stute. Hiermit hast du dein ganzes Glück aufgebraucht. Von dieser Aussage ermutigt öffne ich ein Auge und blicke schräg durch das erste Glied meines rechten Mittelfingers hindurch. Anschließend näht mir ein erkälteter Arzt ein Stück Schwamm, das er euphemistisch als Kunsthaut bezeichnet, in das von mir produzierte Loch. Ich bin dankbar über den Einsatz von Betäubungsmitteln, während der Arzt nach dem sechsten Nieser seine Nadeln in den Tiefen meines Fleisches sucht. Zuletzt tippt er den Unfallbericht, der mit dem Satz endet: Die Verletzung wurde durch Berührung mit einem unbelebten Gegenstand zugefügt. Er sieht mich an und fragt, ob ich wisse, was mit einem belebten Gegenstand gemeint sei. Als ich den Kopf schüttle, lacht er tonlos. Ein Dobermann zum Beispiel. Die Operation wird auf die nächste Woche gelegt. Mitgegebene Schmerzmittel bereiten mir, die ich keinerlei Drogenerfahrung habe, ein psychedelisches Loch. Am Montagmittag werde ich dann also operiert unter den erfrischenden Klängen von WDR2. Die OP-Schwester begrüßt mich mit den Worten: Mein Vater war ja auch Schreiner, aber der hat noch alle seine Finger. Ja. Und der Arzt hätte statt meiner Hand lieber bereits Mittagspause und seine Pizza vor sich auf dem Tisch liegen, was er während des Eingriffs mehrfach betont. Die Prozedur läuft laut aktiv Beteiligter zufriedenstellend. Mir wird ein Stück Haut aus dem Handgelenk geschnitten, leider so, dass ich nun wirke wie eine suizidale Person, die zu blöd war, sich ihre Pulsadern längs aufzuschneiden und auf das Loch in meinen Fingern nähe. Ich bekomme wieder einen dicken Verband, wieder eine Dose voller Pillen und 3 arbeitsfreie Wochen attestiert, in denen ich genügend Zeit habe, seltsame Neurosen an den Tag zu legen. Zum Beispiel habe ich plötzlich eine besondere Sensibilität gegenüber Redewendungen, die es in unserer Sprache im Zusammenhang mit dem Thema Schneide gibt. Die Ohnmacht bei der Begegnung mit meinen Eltern war dann der Anfang. Da musst du einen sauberen Schnitt machen. Wenn du das tust, schneidest du dir ans eigene Fleisch. 9 Jahre Handwerk mit nur einer größeren Verletzung. Das ist doch ein guter Schnitt. Nebenher lerne ich noch, meine Geschichte je meinen Emotionen entsprechend zu erzählen. Wenn ich meine Ruhe, sage ich, oh, hab mich geschnitten. Wenn ich Aufmerksamkeit, beschreibe ich die Spritzweite meines Blutes. Allgemein ist man sehr freundlich zu mir und schenkt mir viel Aufmerksamkeit. Mit meinen Handwerkerfreundinnen entferne ich ab und zu den Verband und wir schießen Erinnerungsfotos. Und die Junggesellin in der Werkstatt, die sich mich gerne zum Vorbild nimmt, greift eine Woche später ebenfalls ins Sägeblatt, muss aber lediglich mit 6 Stichen genäht werden. Lämme. Und zusätzlich bekomme ich eine Menge ekliger Geschichten zu hören, um die ich niemals gebeten und die ich euch an dieser Stelle ersparen möchte. Aber das Wichtigste an diesen Geschichten ist, dass immer die Erzählenden oder optional, ob deren Väter oder Onkels, immer, egal wie viele Finger ab waren, wie sehr das Blut gespritzt hat, wie sehr das Knie verdreht war, immer unter Einsatz ihres Lebens ihre Arbeit zu Ende gebracht haben. Ich komme mir bald vor wie eine echte Versagerin, tröste mich dann aber mit dem Gedanken, dass ich lieber keine Heldin, dafür aber nach wie vor 10 Finger bin. Das Ganze ist jetzt schon relativ lange her. Mittlerweile ist alles wieder gut. Ich kann wieder gut zupacken. Die Säge und ich sind auch nach wie vor miteinander befreundet. Leider ist die Narbe dermaßen gut verheilt, dass sie kaum noch zu reißerischen Geschichten kommt. Und es fehlt mir ein wenig an Aufmerksamkeit. Vielleicht
sollte ich mich um eine Blutsschwesternschaft mit der Fischfrau bemühen. Vielen Dank.